if it kills me, you hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Was ist denn mit diesem Bullen los? Hallo und willkommen zurück zu Alan Wake, oder auch bekannt unter... Was ist denn bloß mit den Bullen los? Mit diesem einen! Der muss ja irgendwie ein Personal Grudge gegen uns haben. Das... Der liest halt nicht gern. Dass er uns H.P. Lovecraft nennt. Ja, der hat die ganze Zeit so Witze gemacht. Der hat uns ja auch schon, Hemingway genannt vorher. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Dann, wir müssen zu der Polizei entkommen, aber ich würde vorschlagen, dass wir mal ein paar Manuskriptseiten lesen. Ja, aber ich möchte, dass wir ein bisschen aufs Wasser dabei gucken. Ah, okay. Damit man das schön aussieht. Wir sehen das zwar nicht, aber... Ja. Ist mir egal, aber... Aber es ist wirklich hübsch hier, ja. Ist das... Aber das ist ein Wasserturm, ne? Die Radio Station müsste ja hier sein irgendwo. Ja, da, wo der Bus blinkert. Da. Ah, Blinker, Blinker. Dann setzen wir aber unseren Manuskriptrückblick fort. Manuskriptblick. Das ist ein Zungenbrecher. In Episode 2. Ching. Nach Russys Final Thoughts. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew. And more. Okay. Deine Vermutung ist ja, dass es Thomas Zane ist, der uns hier unterstützt, ne? Ja, aber ich kann mich verstehen, der rennt hier nicht rum, aber auf jeden Fall der mit uns gesprochen hat aus dem Licht, denke ich. Okay. Ja, hier ist Nachtigalls Ankunft. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. Das ist witzig. Lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Schon wieder eine Twin Peaks Anspielung. Ja, ist ganz gut. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant until now. Sie ist also eine echte Amerikanerin, wenn alles, was foreign sich anfühlt, erstmal gefährlich ist. Auf jeden Fall, sehr gefährlich. Einreiseverbot für Schatten und Nacht. Ich verbiete die Nacht. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Ah, der Kettensägentyp. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed. Like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Ja, hat sich bewahrheitet, so. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Ist das über die Szene, die wir eben oder die wir vor kurzem gesehen haben auf dem Campingplatz? Haben wir Nightingale vorher schon mal gesehen? Nee, wir haben doch das Funkgespräch gehört. Nee, sie hat uns doch angerufen, dass er da ist. Und danach war die Szene auf dem Campingplatz. Ich kann mich nämlich an das Loch im Zaun nicht erinnern. Missing Page. Die kriegen wir erst in Dings. Und dann haben wir hier noch Rose und Rusty. Rose knew that Rusty was in love with her. And she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance.
and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Hm. Ja, wer wohl der Traum aus dem Prinz war, oder andersrum. Oh, wir haben eine Seite verpasst. Eine normale Seite, ja, das ist echt ärgerlich. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair trigger rage flaring up without warning. Hair trigger rage. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Mhm. Das sind ja die beiden. Wenn das eine Komödie wäre, dann würden die ganze Zeit immer so rumalbern. Okay. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Sicher? Okay. Missing page. Na, haben noch eine verpasst. Na ja. Okay, gut. Hier, dann hören wir die beiden wieder, wenn wir auf aktuellem Stand. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Hmm. Okay. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Okay. Oh. Den finde ich schon mal jetzt scheiße. Freue mich schon, wenn der drauf geht. Ja, hoffentlich bald. So mit der Frau, die da eben angerufen hat. Also zuletzt angerufen hat. Woo! Oh. Noch ein bisschen das. Sehr gut. Mario, bist du das? It is me, Mario. Do you like a pizza? Spaghetti. So, was ist Spaghetti da? Ah, hier ist. Oh. Schnell. Fünf Flashbang-Granaten. Ah, fuck. Ich hasse es anzuschalten, ey. Ärgerlich, muss durch eine Opfer noch weh. Oder eine Flare vielleicht. Direkt vor seine Füße werfen. Aber ich lock ihn da ein bisschen weg einfach. Hui! Oh, ich höre ihn schon. Ah, ärgerlich. Oder liegt es. Achso, ich dachte, liegt es halt. Ja, dann muss das halt so sein. Hilft ja. Nix. Wollen wir nicht knauserig sein? Aber nicht geht der Generator überhaupt. Ah, Glück gehabt. Füllt dir wenigstens die Energie auf. Ja, eine Flare wäre auch in Ordnung gewesen, glaube ich. Ah, Shotgun-Ammo. Das ist doch schon mal gut. Revolver-Ammo? Revolver gibt's auch, nur Shotgun gibt's nicht. Endlich. Endlich, endlich. So, wo wollen wir denn hin? Da lang, ne? Immer dem gelben Punkt nach. Hm. Listen! Link, listen! Cool. Ist immer gut, wenn man drei auf einem Streich hat. Ja, da brauche ich meine kostbare Munition, glaube ich, nicht verschwenden. Das stimmt. Sieht irgendwie so aus, wenn da... Achso, hier ist ein Generator Auto. Wieder. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Wie praktisch, ne?
So, als wenn immer genau das, was er braucht, zufällig auftaucht. Außer Munition manchmal. Ach, die halten aber nicht ewig, ne? Kann man die dann wieder anschalten eigentlich? Da war, da was anderes. Soll ich mal gucken? Ach ne, flackert nur so vor sich hin. Geht trotzdem noch. Hm? Nee. Achso, kann man wieder anschalten. Gut. Ich dachte nicht, dass er so One-Time-Use. Da hinten in der Cabin war auch geheime Schrift. The darkness controls the taken. Na gut. An der, und an der kleinen Hütte stand auch was. Oh. Aha. Alter. Das ist die Hütte voll hier. Oh, das ist. Ach, jetzt habe ich das gleiche Problem wie du, dass immer die Sachen schon ausgerüstet sind, ne? Schnell, schalt's an. Kriegst du angeschaltet? Oh, jetzt perfekt für eine Granate hier. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich. Ja, ich meine es zwar schon, dass ich eine Granate geworfen habe, aber. Die hat er vorhin schon einmal nicht geworfen. Vielleicht, wenn du getroffen wirst, vielleicht kannst du das irgendwie jetzt. Ja, ja, diesmal ist es wahrscheinlich. Ja, dann lauf hier vorne raus am besten, dann kommen sie alle direkt zusammen. Oder so. Ja, stell dich rein. Ach, das macht sie gar nicht ganz. Das kann die sein. Oh, ja. Oh, Mist. Ah, das hätte so schön sein können. Ich will möglichst effektiv damit umgehen. Was denn? Das war ein Checkpoint, aber. Nee. Nein. Für was denn? Check, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute sind es, glaube ich. Ja, ganz schön viele. Fünf. Das war gut. Und den letzten. Ach, zwei ist Ach, das ist ein Dicker. Sehr gut. Soll ich mal kurz die Pistole? Da. Ja. Light. In light you can hurt them. Ja gut, das wissen wir nur alle schon, ne? Danke für die Tipps. Da hat schon wieder jemand so ganz liebevoll die Dinger aufgeworfen. Das stimmt. Das ist immer eine Granate für. Ob gleich neue kommen? Das Licht ist schon wieder so komisch. Hier auf jeden Fall habe ich eine Seite eben gesehen. Hätte, wo? Gerade, nee, schon weiter den Weg hoch. In die Richtung, oder was? Ja, da hinten, das sieht so aus. Da, nee, links. Ja, ich wollte nochmal hier einmal um die Ecke gucken, weil wir das Auto so ein bisschen ignoriert haben. Okay. Soll ich mal da oben raufkrabbeln noch? Geht, glaube ich, gar nicht, ne? Nö. Ach. Aber guck mal, da hinten ist links ist noch ein Häuschen. Aber wenn du hier rechts, ach, da müssen wir eh lang. Guck mal, rechts den Weg hoch hier. Hm. Siehst du, da hinten am Ende sah das eben so, da ja, seht ihr. Ja, das leuchtet auf jeden Fall schon. Nicht, dass hier so Bären fallen sind. Ach, hier kommen bestimmt gleich noch Gegner. Das ist auf jeden Fall eine Trap, ja. Und damit meine ich nicht Star Wars. Und auch keine Transvestiten. Nee, die sind nie eine Trap. Das ist immer eine Herausforderung. Au. Au. So. Dann. Wollen wir die Seite vielleicht sonst einfach gleich legen? Oh, ja, gute Idee. Ich hab das ganz ungewohnt. Ransom ist übrigens auch ein Clown. Hä? Das hier? The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Okay, das passiert jetzt gleich. Ja, es ist alles ein bisschen durcheinander hier. Haben wir noch mehr Sachen, die durcheinander sind? Ich dachte zuerst, wir hätten vielleicht eine Seite aufgehoben, die wir hier noch nicht gelesen haben. Habe ich auch gedacht, das war nicht so. Aber das ist nicht der Fall, ne? Wäre auch komisch in der... Spoiler, hallo, was soll denn das blöde Buch? Vorsicht, Falle, oder? Nee. Was leuchtet denn mal her? Ja, ich fand auch, dass es geleuchtet hat. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal, das Licht ist merkwürdig hier. Ja, ich finde das Wetter ganz gemütlich, wenn man in einer Hütte vorm Kamin rumhängen könnte.
Das ist noch eine Seite. Mhm. Ah, man kann. Sarah trusted her gut. And her gut said, Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong. Nicht schlecht. And it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Ja, ja, federal business. Idiot. Ist halt kein Mulder, ne? Und kein Coop. Ist der Raucher. Nee, der würde nie so ins Feld gehen. Ja, und nicht saufen. Stimmt. Das sieht hier so aus, ich weiß nicht, dass hier irgendwie ein Trecker um die Ecke kommt. Oder ich würde eher denken, dass hier ein Zug um die Ecke kommt. Oh, Telefon. Barry. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Mm-hmm. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Das ist schon ein bisschen Silent Hill-ig, finde ich, mit diesem Anruf. Ja, stimmt. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. Das ist I threw ausreichend. Myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Es kommen nur noch Werkzeuge, keine Leute mehr. Weiß ich nicht, mal gucken. Komm ich von hier? Nee, aber hier, du hast ein Secret gefunden. Da in der kleinen Hütte am Ende des Waldesganges. Des Waldganges. Ganges? Dieser Fluss? Oh, ich wüsste, wo du hin musst. Hm. Kannst du mal nachladen? Achso, nee, sind wir doch. Ne, Batterien kann ich ja nicht nachladen. Nee, nee, aber trotzdem kannst du mal nachladen. Hätte davon auch zu viel. Aber was soll ich nachladen? Achso, ja. Vorsicht, ausweichen, ausweichen. Die droppen ja nix. Meine Güte. Das ist auch richtig so verinnerlicht, ne? Ja, ja. Sehr gut. Okay, ja, dann kann ich ja auch hier noch was. Achso, Batterie brauche ich auch nicht. Habe ich schon wieder nicht benutzt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist ein Bug. Dass dieser Holzbalken die Damage macht. Hoffentlich. Tödlichste Balken der Welt. Die Latte des Schreckens. Die Latte des Schreckens. Plus 3 an Zombies. Na, hier ist ja kein Licht, ne? Nee. Schade. Kann ich eigentlich, will meine Energie eigentlich auch aufgefüllt, wenn ich eine Flare anmache? Nee, deine Energie füllt sich halt jetzt auch auf, aber ganz langsam. Okay. Warum kommt eigentlich keine Hip-Hop-Musik, wenn ich eine Flare anmache? Ach, der andere Flair. Im Bus ganz hinten. And a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Ja, das ist schon wieder. Kann ich nicht hier hoch irgendwie? Ja, bestimmt, das ist bestimmt. Leider. 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 Oh, leider. Oh. Hä? Follow. Achso, ich habe erst gedacht, da steht Fool. Ja, run! You fool!
Hm. Ist immer noch nicht besser geworden. Was ist denn gerade was los? Ich hab Zucht drin. Das sieht doch cool aus. Ja. Hier sind hier keine Lücken im Boden. Oh. Fällt hier das immer auseinander? Jedes Mal, wenn ein Zug drüber fährt? Nee. Oh. Plonk. Oh, 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 oh. Jump! They say jump, you say how high. Anleuchten! Da musst du jetzt aber super Leuchte machen. Ah, das ist hier komm auch hinzugeflogen. Wenn du den Controller jetzt auf den Tisch legst. Nein! Ach so, da. Ja. Ach so, dann bewegt er sich von alleine. Mhm. Ah. Es kommt, wenn man zweimal eine Flare anmacht und eigentlich die Batterie nachladen will. Ruckel, ruckel. Oh, das probiere ich jetzt aber nochmal. Haben uns ja rauf auf die Leiter. Ich fand den Kommentar vom Sheriff gut. Er soll das gemacht haben. Haben sie ihn dir mal angeguckt? Er ist ein Autor und er trägt eine Tweetjacke. Ja. Aber die Generation YouTube trägt hier eine Tweetjacke. Die Generation Twitter eigentlich, oder? Ja. Boah. Die ganzen Millennials da draußen. Obwohl, eine kann ich ja trotzdem anzünden hier, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Also, irgendwie klappt das nicht so gut. Ich glaube, man soll den mehr ausweichen als. Ah, ne, geht nicht, die fliegen wieder los. Das ist die Szene, von der er geredet hat. Ja. Kannst du weiter zurückgehen oder ist da hinter dir? Das ist super nervig. Ja. Mehr Flares vielleicht. Oh, Flashbangs. Ja, ich könnte mal auf Flashbang probieren, das stimmt. Ich mich wundere ein bisschen, dass die Flare, die bringt gar nichts, glaube ich. Nee, die macht so ein bisschen Crowd Control, also macht so ein bisschen Damage an alles. Ja, aber das bringt es überhaupt nicht mehr. Aber ich habe halt nur zwei Flashbangs. Ich will die eigentlich ungern dafür verdüdeln. Es ist ein bisschen unklar, was oder wie lange ich die anleuchten muss, die Sachen. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Müsste die sich auflösen? Ja, aber ich habe einige von den Sachen ja wirklich enorm lange angeleuchtet. Na, das ist ja dieser Ring. Guck, der wird immer kleiner. Ja. Ich sehe auch nicht, was hier. Das hinter dir hat sich hochgebogen, damit du nicht zurücklaufen kannst. So. Da, bomb. Die haben aber auch Energie, ey. Ja, eben, das ist halt echt so. Leute, was soll denn das? Flashbang! Ich bin mir so sicher, dass ich die Taste gedrückt habe, um Waffe zu wechseln. Geil. Ich glaube, hinter dir sind. Eins. Feuerkopf. Sind ja auf jeden Fall nicht gerade meine Lieblingsgegner. Was war das? Die Kette hat mich berührt. Oh nein. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die nun wirklich nichts tut. Ja, das ist echt. Nein. Aber jetzt gleich am Anfang Flashbang rein, wenn alle da sind. Ja. Das ist alles andere ist einfach total nervig. Nicht, wenn man nur noch Flashbangs benutzt die ganze Zeit. Ich finde auch, dass es. Also Schießen bringt ja eh nichts hier, ne? Oder meinst du, das bringt noch was auf die Dinger zu schießen? Nö? Nee, glaube ich nicht. Nein, auf einen leblosen Gegenstand? Ja. Ein seelenloses Stahlbolzen. Was ist, wenn du jetzt hier einfach geradeaus weiterläufst? Das war wie eine Achterbahn.
Da hier? Rechts jetzt? Ist das? Nein. Kann ich machen, aber... Macht keinen Unterschied. Ja, schnell, bis alles zusammen ist jetzt. Keine Ahnung. Ja, ein paar diese drei Sachen. Die explodieren halt immer auch beim Aufprall, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Moment, kannst du dich einfach rausrennen? Jetzt wechseln? Will ich nicht mehr rausrennen, jetzt will ich diese scheiß Rohre und was das ist, fertig machen. Nein! Verdammt nochmal, das hey, ist das nicht ist nachladen. Oh, so, zwei. Ja, aber ich vielleicht das Glück kann, ich krieg meine Flashbang-Granate vielleicht gleich nochmal wieder. Leider nicht. Ja, wir finden gleich welche. Ah. Müssen wir jetzt ständig gegen diese ollen Kisten und so kämpfen, oder was? Wo ist denn das, wo ist denn der Bollerwagen? Ne, was ist das? Eine Schiebkarre. Ist weg. Ist von der Klippe gestürzt. Ich würde sagen, schieß mal drauf, aber das ist vielleicht nicht so schlimm. Ne, ich weiß nicht, gegen was du als nächstes kämpfen musst. Gegen die Pause, die wir machen. Immer Pause. Pause, ständig Pause. Bis dann. Pause. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Gehabt euch wohl. Ciao. Pause.